Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Gemeinde in unserer Kirchenregion, zum Online-Gottesdienst am Gründonnerstag heiße ich Sie alle herzlich willkommen in der Marienkirche zu Hürup. Der Spruch für diesen Gründonnerstag steht in Psalm 111, Vers 4 und lautet: Er hat ein Gedächtnis gestiftet seiner Wunder, der gnädige und barmherzige Gott. Im Gedächtnis an den letzten Abend, den Jesus mit seinen Jüngern verbrachte, an dem er gemeinsam mit ihnen beim jüdischen Passamahl saß und dort das Abendmahl stiftete, wollen wir uns heute in der lebendigen Gemeinschaft mit ihm verbinden, die sein Kreuzestod überdauert hat. Wir verbinden uns mit ihm im Gedächtnis an ihn und diese erste Abendmahlsfeier in unseren Gedanken und mit unseren Herzen. Denn heute, an diesem Gründonnerstag, ist alles anders als sonst. Die Corona-Krise macht, dass wir uns nicht in der Kirche zum Gottesdienst treffen können. Und sie macht an diesem Gründonnerstag besonders schmerzlich bewusst, dass wir das Abendmahl hier nicht gemeinsam feiern können, die Elemente von Brot und Wein nicht miteinander teilen und uns so nicht in Leib und Blut Jesu Christi mit ihm verbinden können. Trotzdem sind und bleiben wir natürlich verbunden in Erinnerung an das erste Abendmahl, das Jesus mit seinen Jüngern gefeiert hat. Wir feiern diesen Gottesdienst mit dem schmerzlichen Gefühl des Verzichts, das hier auf dem Altar sichtbar zum Ausdruck kommt durch das vorbereitete Abendmahl, aber auch mit einem starken Gefühl der Sehnsucht und einer österlichen Hoffnung auf bessere Zeiten, in denen Corona überwunden sein wird und sich das Leben neu entfaltet. Und in dieser Hoffnung hören wir auf die Texte zum Gründonnerstag und singen die Lieder zum Abendmahl, in denen uns Jesus zu sich ruft und uns einlädt, ihm zu begegnen. Wir singen das erste Lied. Haus in Mai, komm, sage es allen.
Wir hören Worte aus dem Psalm 111. Halleluja! Ich danke dem Herrn von ganzem Herzen im Rate der Frommen und in der Gemeinde. Groß sind die Werke des Herrn, wer sie erforscht, der hat Freude daran. Was er tut, das ist herrlich und prächtig, und seine Gerechtigkeit bleibt ewiglich. Er hat ein Gedächtnis gestiftet seiner Wunder, der gnädige und barmherzige Herr. Er gibt Speise denen, die ihn fürchten, er gedenkt auf ewig an seinen Bund. Er lässt verkündigen seine gewaltigen Taten seinem Volk, dass er ihnen gebe das Erbe der Völker. Die Werke seiner Hände sind Wahrheit und Recht. Alle seine Ordnungen sind beständig. Sie stehen fest für immer und ewig. Sie sind geschaffen wahrhaftig und recht. Er sandte Erlösung seinem Volk und gebot, dass sein Bund ewig bleiben soll. Heilig und hehr ist sein Name. Die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. Wahrhaft klug sind alle, die danach tun. Sein Lob bleibt ewiglich. Lasst uns beten. Gott, wir sind hier. Wir sind hier bei dir. Und du bist hier bei uns. Wir hören heute von jahrhundertealter Angst und von jahrhundertealter Hoffnung. Unsere Angst und unsere Hoffnung haben Platz darin. Hilf uns, dass wir ihnen Raum geben können. Amen. Das Evangelium steht bei Matthäus im 26. Kapitel, die Verse 17 bis 30. Am ersten Tag der ungesäuerten Brote traten die Jünger zu Jesus und sprachen: Wo willst du, dass wir dir das Passahlamm zum Essen vorbereiten? Er sprach: Geht hin in die Stadt zu einem und sprecht zu ihm: Der Meister lässt dir sagen, meine Zeit ist nahe. Ich will bei dir das Passahmahl halten mit meinen Jüngern. Und die Jünger traten, wie ihnen Jesus befohlen hatte, und bereiteten das Passahlamm. Und am Abend setzte er sich zu Tisch mit den Zwölfen, und als sie aßen, sprach er: Wahrlich, ich sage euch, einer unter euch wird mich verraten. Und sie wurden sehr betrübt und fingen an, jeder einzeln zu ihm zu sagen: Herr, bin ich's? Er antwortete und sprach: Der die Hand mit mir in die Schüssel taucht, der wird mich verraten. Der Menschensohn geht zwar dahin, wie von ihm geschrieben steht, doch weh dem Menschen, durch den der Menschensohn verraten wird. Es wäre für diesen Menschen besser, wenn er nie geboren wäre. Da antwortete Judas, der ihn verriet, und sprach: Bin ich's, Rabbi? Er sprach zu ihm: Du sagst es. Als sie aber aßen, nahm Jesus das Brot, dankte und brach's und gab's den Jüngern und sprach: Nehmet, esset, das ist mein Leib. Und er nahm den Kelch und dankte, gab ihnen den und sprach: Trinket alle daraus, das ist mein Blut des Bundes, das vergossen wird für viele zur Vergebung der Sünden. Ich sage euch, ich werde von nun an nicht mehr von diesem Gewächs des Weinstocks trinken, bis an den Tag, an dem ich aufs Neue davon trinken werde, mit euch in meines Vaters Reich. Und als sie den Lobgesang gesungen hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg.
Liebe Gemeinde in der Kirchenregion, unser Herr Jesus Christus in der Nacht, da verraten ward, nahm er das Brot, dankte und brach's und sprach: Das ist mein Leib für euch, das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. So schreibt der Apostel Paulus im ersten Korintherbrief und fasst das zusammen, was dort auch im Evangelium beschrieben ist, die Einsetzung des ersten Abendmahls. Für die Jünger Jesu sind diese Worte neu. Jesus spricht sie ganz überraschend inmitten eines uralten, festgelegten Rituals. Denn gemeinsam feiern sie das Passamahl, ganz so, wie es im jüdischen Glauben Tradition ist. Mit dem Passamahl tauchen sie ein in die Geschichte Gottes mit seinem Volk. Sie erinnern sich an den Auszug ihres Volkes aus Ägypten, an seine Befreiung aus jahrhundertelanger Sklaverei. Sie erzählen einander von Gottes großen Wundertaten und von Gottes Treue. Lang, lang ist das her, und doch feiern und erzählen sie es so, als hätten sie es selbst miterlebt. Die zum Mahl gereichten Speisen sprechen dabei ihre ganz eigene Sprache. Sie erinnern an die harte Fronarbeit, den Lehm, aus dem sie Ziegel herstellen mussten, die bittere Zeit, die geweinten Tränen, das dramatische Geschehen in der Nacht ihres Aufbruchs in die Freiheit. Dieses Mahl und seine Umstände schweißt sie als Gemeinschaft zusammen. In einzigartiger Weise verbindet es sie mit ihrem Gott, der behütet und der befreit, der neu ins Leben führt und selbst vorangeht, der um sie kämpft und der für sie streitet. Sie erzählen einander die alten Geschichten gerade so, als ob sie sie selbst erlebt hätten. Mit Psalmen und mit Lobgesängen preisen sie Gottes Güte und seine Treue. Im Grunde ihres Herzens spüren sie: Gott hilft. Gott führt heraus aus allem Elend. Gott geht mit. So lässt es sich leben. So lässt es sich vertrauensvoll in die Zukunft blicken, voll Hoffnung. Das Passafest, ein Fest der Erinnerung und der Ermutigung über das Heute hinaus. Und dann diese Worte Jesu: Mein Leib, für euch gegeben, mein Blut für euch vergossen. Diese Worte stören, sie gehören nicht hierher in dieses Ritual. Und doch, von nun an doch, Jesus spricht sie voller Hingabe, liebevoll und ernst zugleich. Die Jünger sind irritiert. Diese Worte aber und die damit verbundenen Gaben von Brot und Wein werden ihnen bleiben. Er wird ihnen bleiben als der Gekreuzigte und Auferstandene, als der Lebendige, mitten unter ihnen im Teilen von Brot und Wein. So wird dieses Mahl der Erinnerung zu einem Mahl der Gegenwart ihres Herrn werden. Ein neuer Bund für alle Welt. Der Apostel Paulus wird später die Brücke schlagen zwischen dem Alten und dem Neuen. Er wird das Geschehen dieser Nacht auf dem Hintergrund des jüdischen Passamahls deuten und er wird sagen: Jesus ist das wahre Passalamm. Zuvor hatte schon Johannes der Täufer das erkannt und bekannt. Siehe, das ist das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt.
Gottes Retterwillen gilt aller Welt. Bis zum heutigen Tag erinnern wir uns in unserer Abendmahlsliturgie daran, wenn wir singen, Christe, du Lamm Gottes. Jesus, sein Name, ist Programm. Jeschua heißt, Gott rettet. Aber auf diese Weise, mein Leib für dich gegeben, mein Blut für dich vergossen. Es lässt sich nicht verdrängen. Diese Rettung hat eine dunkle Seite, eine, an der wir leiden, die wir eigentlich nicht wollen, die wir nicht verstehen, die uns zittern macht. Auch das allererste Passa war von solch einem Zittern erfüllt. Voraus gingen 9 schreckliche Plagen, eine schlimmer als die andere. Die sollten den Pharao in die Knie zwingen. Doch der will die Israeliten einfach nicht ziehen lassen. Wer verzichtet schon gerne freiwillig auf so billige Arbeitskräfte? Doch die Menschen klagen: Ach Mose, hättest du bloß nichts gesagt, du machst alles nur noch schlimmer. Doch Moses verlässt sich fest auf Gottes Wort und sagt: Wartet nur ab, alles wird gut. Und dann kommt diese Nacht, diese schreckliche, entsetzliche Nacht, von der wir hören im 2. Buch Mose im 12. Kapitel. Der Herr sprach zu Mose und Aaron in Ägyptenland: Dieser Monat soll bei euch der erste Monat sein. Und von ihm an sollt ihr die Monate des Jahres zählen. Sagt der ganzen Gemeinde Israel: Am 10. Tag dieses Monats nehme jeder Hausvater ein Lamm, je ein Lamm für ein Haus. Wenn aber in einem Hause für ein Lamm zu wenige sind, so nehme er es mit seinen Nachbarn, der seinem Haus am nächsten wohnt, bis es so viele sind, dass sie das Lamm aufessen können. Ihr sollt es verwahren bis zum 14. Tag des Monats. Da soll es die ganze Versammlung der Gemeinde Israel schlachten gegen Abend. Und sie sollen von seinem Blut nehmen und beide Pfosten an der Tür und den Türsturz damit bestreichen, an den Häusern, in denen sie es essen. Und sollen das Fleisch essen in derselben Nacht. Am Feuer gebraten und ungesäuertes Brot dazu und sollen es mit bitteren Kräutern essen. Und ihr sollt nichts davon übrig lassen bis zum Morgen. Wenn aber etwas übrig bleibt bis zum Morgen, sollt ihr es mit Feuer verbrennen. So sollt ihr es aber essen. Um eure Lenden sollt ihr gegürtet sein und eure Schuhe an euren Füßen haben und den Stab in der Hand. Und sollt es in Eile essen. Es ist des Herrn Passa. Denn ich will in derselben Nacht durch Ägyptenland gehen und alle Erstgeburt schlagen in Ägyptenland unter Mensch und Vieh und will Strafgericht halten über alle Götter der Ägypter. Ich bin der Herr. Dann aber soll das Blut euer Zeichen sein an den Häusern, in denen ihr seid. Wo ich das Blut sehe, will ich an euch vorübergehen und die Plage soll euch nicht widerfahren, die das Verderben bringt, wenn ich Ägyptenland schlage. Ihr sollt diesen Tag als Gedenktag haben und sollt ihn feiern als ein Fest für den Herrn, ihr und alle eure Nachkommen als ewige Ordnung. Mit dem Mahl, das die Israeliten halten, und einem alten Ritus aus der Nomadenzeit, dem Blut eines Lammes an ihren Türpfosten, bringen die Menschen zum Ausdruck, dass sie sich auf Gott einlassen wollen. Sie vertrauen ihm damit ihr Leben an. Sie schlagen gewissermaßen in die rettende Hand ein, die Gott ihnen reicht. Das Brot sollen sie an diesem Abend ohne Sauerteig zubereiten, weil sie es anders nicht mehr gebacken bekommen. Zum Gehenlassen des Teiges
bleibt keine Zeit mehr. Alles muss jetzt ganz schnell gehen. Ihr sollt das Mahl essen als die, die hinwegeilen. Eigentlich hätte Martin Luther hier übersetzen müssen, ihr sollt es essen als die, die ängstlich hinwegeilen, aufgeschreckt, bestürzt, entsetzt, emotional beteiligt, mitfühlend. Und so sitzen sie zu Hause mit der Familie und hoffen, dass der strafende Gott an ihrem Haus vorüberzieht. Auf der einen Seite Gottes eingreifende Gerechtigkeit, auf der anderen Seite Gottes Gericht. Hier verschontes, dort dahingerafftes Leben. Wer das erlebt, ist zutiefst geschockt, erschüttert, traumatisiert. Das soll nicht verdrängt werden. Immer wieder erinnert Gott sein Volk daran. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt habe. Doch der Preis für Israels Erlösung war unglaublich hoch. Die Erstgeburt, die Stammhalter, die Hoffnungsträger der ägyptischen Familien mussten ihr Leben lassen. Kurz danach kamen dann auch noch die Soldaten um, die das Volk Israel auf Befehl des Pharaos verfolgten und zurückholen sollten. Was für ein Schmerz für die Hinterbliebenen. Und wieder. Auf der einen Seite die mit knapper Not Entkommenen, auf der anderen Seite die, über denen die Wogen des Meeres zusammenbrechen. Auf der Seite der Ägypter Schreie des Entsetzens und unendliches Leides. Auf der Seite der Israeliten lauter Jubel. Doch Gott mahnt die Geretteten zur Trauer. In einem jüdischen Text zu dieser Stelle heißt es: Was jauchzt ihr, wo ich weine über meine anderen Kinder, die ertrunkenen Ägypter? Gott weint, Gott leidet. Gott leidet mit den Verfolgten und er leidet mit denen, an denen er Gericht üben muss. Ein Leiden, das sich im Kreuz Jesu verdichtet. Und doch tritt Jesus auch dort noch für seine Peiniger ein und bittet: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Selbst die Schergen sollen nicht aus Gottes Gnade herausfallen. Und so bringt Jesus Gottes heiligen Willen an sein Ziel. Dafür steht er mit seinem ganzen Leben ein. Christi Leib für dich gegeben, Christi Blut für dich vergossen. Das gilt für alle Zeiten und darüber hinaus. Amen. Gemeinden in der Kirchenregion,
An dieser Stelle feiern wir normalerweise gemeinsam das Abendmahl. Wir vermissen es heute schmerzlich. Trotzdem sind wir Gottes Gäste, eingeladen durch Jesus Christus. Und wir loben Gott durch Jesus Christus, der auch heute zu uns kommt. Er widerstand dem Hass im Namen der Liebe und durch seinen Tod gab er Hoffnung auf neues Leben. Er lädt uns heute an seinen Tisch und wir öffnen unsere Herzen für ihn und seine heilbringende Botschaft. Wenn wir uns nun erinnern an das erste Abendmahl, das Jesus mit seinen Jüngern feierte, so gedenken wir seines Leidens und Sterbens, seiner Auferstehung und seiner Zukunft. Und wir haben Teil an seiner Nähe zu Gott, an seiner Liebe zu den Menschen, an seinem Weg des Friedens. Wir gehören zu ihm. Christe, du Lamm Gottes, der du trägst die Sünde der Welt, erbarm dich unser. Christe, du Lamm Gottes, der du trägst die Sünde der Welt, erbarm dich unser. Christe, du Lamm Gottes, der du trägst die Sünd der Welt, gib uns deinen Frieden. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, wir sind Gäste an deinem Tisch. Du gibst uns Anteil an deiner Liebe zu den Menschen und rufst uns auf den Weg des Friedens. Dafür danken wir dir. Wir bitten dich, bleib bei uns, in unseren Herzen verbunden mit dir. An deinem Tisch sind Menschen, die hier heute nicht sitzen, die krank sind an ihrem Körper und an ihrem Geist, die große Sorgen haben vor den Tagen, die kommen, die anderen und sich selbst zur Last fallen. Mit ihnen an diesem Tisch bist du. An deinem Tisch sind Menschen, die hier nicht sitzen, die keinen Weg aus ihrer Einsamkeit kennen, denen alle Schritte zu schwer sind, die sich selbst und anderen fremd bleiben. Mit ihnen an diesem Tisch bist du. Gott, an deinem Tisch sitzen wir alle, mit kleiner und mit großer Angst um unser Leben, um unsere Lieben, um unsere Existenz, mit kleiner und mit großer Hoffnung. Gott, mit uns an diesem Tisch bist du. Wir beten das Vaterunser. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Bevor wir nun noch ein Lied singen und uns gleich unter den Segen Gottes stellen, möchte ich Ihnen noch sagen, wie es mit den Online-Gottesdiensten weitergeht. Wir feiern Online-Gottesdienst am Karfreitag, der kommt aus Havetoft,
gestaltet und geleitet von Pastor Jörg Arndt und am Ostersonntag aus Großsold mit Pastor Dr. Philipp Kurowski. Wir können ja heute keine Kollekte einsammeln, aber in diesen Corona-Zeiten wollen wir doch spenden für Betroffene. In diesem Fall für die Corona-Hilfe weltweit der Diakonie Katastrophenhilfe. Das Spendenkonto und ein Internetlink zu den Projekten, die dort unterstützt werden, wird nun eingeblendet werden. Gott segne Geber und Gaben. Und nun singen wir, komm Herr, segne uns. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.